Ja, und damit willkommen zurück zu Kontrast, einer weiteren Folge. Wir haben ja aufgehört, wir wollten den letzten Schlag verpassen und das tun wir jetzt mal. Mal schauen, was passiert. Okay. Maybe we can get out that way. Okay, das sollte, glaube ich, nicht so sein. Denn finde einen Weg zum Öffnen der Tür. Ja, wir müssen definitiv. Haben wir irgendwas noch hier, was? Weil ich habe herausgefunden, dass hier auch einige Sachen. Okay, da kommen wir gar nicht. Dass einige Sachen hier funkeln, dass man das hört, aber. Wir haben, glaube ich, genug Lichtorbs, genug Leuchtkugeln, um weiterzugehen. So, dann schauen wir doch mal. Hui. Because Folge Dad Didi. bought it. I bet there's just like one thing he forgot to do, and that's why the whole ride isn't working. It's Hui. probably in the control room or the engine room or something like that. Ich höre schon wieder. Ach, da unten, Come okay. on, it's dark out there. How are you gonna climb on shadows if it's dark? So, damit haben wir 13 von Hey, 15. this is that maintenance room I was talking about. Okay, da drüben soll der Raum sein, wovon sie geredet hat. Ich höre hier noch was funkeln. Okay, jetzt nicht mehr. Vielleicht ist es auch hier drüben wieder drin in dem nächsten Raum. Schauen wir mal. Hier ist noch eine Leuchtkugel. 14 von 15. Vielleicht finden wir gleich noch die letzte. Schauen wir mal. Das sieht super aus. Boah, was eine Technik allein für dieses Fahrgeschäft. Wahnsinn. Und das allein dieses Schiff? Kann ich ja kaum glauben. Okay, das ist ein I kleiner think we can Schattenfehler. restart the whole ride. I knew it. I knew it was something simple. So, was haben wir hier? I think all we need to do is. So, da haben wir noch ein Sammelobjekt. Wie gesagt, eins fehlt uns. Das ist ein bisschen ärgerlich, finde ich. Naja, egal. Piratenschiff-Handbuch. Schmierpunkte für die Walzenlager. Okay, das ist für die Walzenlager für den Pinball, so wie das aussieht. The roller rings should be unpacked and replaced every 18. Ja, das ist für den Pull these levers at the same time. für die Kanone. Und wir müssen jetzt hier ja, gleichzeitig den Generator wieder Are you starten. Das ready? Problem aus. Okay. Okay, 3, 2, 1, go! Na, das war ja leichter als gedacht. I think we fixed it. I think we fixed the whole thing. Die ist cool. Sehr schön. Vielleicht können wir jetzt noch den Orb finden. Vielleicht kommen wir ja nochmal zurück. Das wäre super. Anscheinend haben wir die Attraktion auch gerettet. Sie funktioniert wieder. Wunderbar. Das sieht super aus. Hoffentlich kommen wir nochmal zum Zirkus. Vielleicht können wir dann. Ja, sehr schön. Speichern. So, dann müssen wir uns hier. Selbst ist die Frau. Müssen wir uns hier. Geht zum Zirkuszelt. Da gehen wir gleich hin. Ich möchte doch nochmal gucken, ob ich das Sammelobjekt hier nochmal finde irgendwo. Weil es sieht förmlich danach aus, als hätten wir hier ein Sammelobjekt liegen lassen irgendwo. Und ich möchte das doch gerne finden. Wenn wir es finden. Vielleicht ist hier unten was? Nee, da komme ich gar nicht runter. Okay. Da oben kommen wir, glaube ich, nicht drauf. Oder vielleicht durch die Schatten irgendwie vielleicht. Hoppala, falscher Knopf. Huch. Okay. Oh. Okay. Schauen wir uns noch mal ein wenig um, weil meistens leuchtet das ja. Und dieses Sammelobjekt will ich unbedingt haben, weil dann haben wir alle. Hier fliegt Popcorn aus der Maschine. Ist auch cool. Auch nett gemacht. War hier unten eigentlich? Haben wir hier unten alles abgesucht am Strand? Ich weiß es gar nicht. Schauen wir mal eben auf die Schnelle. Mal nicht, dass wir hier was liegen gelassen haben. Okay, hier ist anscheinend nichts. Vielleicht am Karussell gleich nochmal schauen. Nee, hier ist nichts. Ist ein bisschen ärgerlich.
Weil bis jetzt waren wir eigentlich so weit fortgeschritten oder beziehungsweise gut ausgerüstet, dass wir alles haben. Soweit. Was ist denn hier? Können wir irgendwas tun? Nee. Okay, da springt jemand von so einem schmalen Brett in so ein kleines Becken. Interessant, interessant. Das haben wir ja, ne? Das war ja mit der, mit dem Orb da oben. War hier vielleicht noch was drin? Was wir übersehen hatten vielleicht? Wo wir nicht genau geschaut hatten? Hm, okay. Ich glaube, hier ist auch geklärt alles. Aber wenn wir schon einmal hier unterwegs sind und nochmal zurückkommen, die Möglichkeit haben, nochmal zurückzukommen, möchte ich natürlich nochmal alles untersuchen. Ich habe gedacht, dass wir es vielleicht nicht schaffen werden, nochmal zurückzukommen, aber das sieht ganz gut aus. Jetzt frage ich mich gerade, ob vielleicht hier was war, was wir hier vielleicht übersehen haben. Weil es ist ja nur ein Sammelobjekt. Nee, in der Ecke ist nichts. Vielleicht am Karussell selber? Nee. Hm, okay. Da ist nichts. Oben auf den Dächern war doch, glaube ich, auch nichts mehr. Da wollen wir doch auch schauen, ne? Puh. Gehen wir nochmal gucken. Ich glaube, hier kommen wir... Ist hier was gewesen? Hier oben kommen wir zum Zirkuszelt, das weiß ich. Ich möchte jetzt ungern zum Zirkuszelt gehen, weil da geht nämlich die Story weiter. Ich schaue mich hier nochmal ein wenig um. Ich schaue nochmal eben ins Optionsmenü. Brief vom Jugendamt, das hatten wir vorher in der Wohnung gefunden. Und dann kam der Zirkus, also muss das hier irgendwo sein. Weil das haben wir auf dem Piratenschiff, das muss irgendwo dazwischen sein. Die Frage ist, 9 Leuchtkugeln. Eine gibt es in diesem Level übrigens noch. Da unten steht's. Eine Leuchtkugel gibt es in dem Level noch. Da werden wir mal schauen, ob wir die vielleicht auch noch finden. Weil storymäßig möchte ich jetzt, wie gesagt, noch nicht weitergehen. Bevor wir das nicht geklärt haben. Ich weiß nicht, ob danach schon der nächste Akt kommt. Kommen wir hier weiter? Nee. Also, da haben wir alles geklärt. Ich meine, vorm Zirkuszelt war ja nichts. Da kam ja nur rein und dann ging es ja hier los. Das heißt, es muss hier irgendwo was sein, wo wir... Gucken, ob wir über die Schatten irgendwo vielleicht... Tja, wer weiß, ob wir da drin auch eine Leuchtkugel oder irgendwie ein Sammelobjekt übersehen haben. In den ganzen Fahrgeschäften, das weiß man ja nicht. Das kann natürlich sein. Weil... Hier rein kommen wir jetzt nicht mehr. Okay, na gut. Jetzt haben wir uns überall umgesehen und ich vermute mal, dass wir jetzt definitiv erstmal weitergehen werden. Oder war hier vielleicht, oder ist hier vielleicht irgendwas noch? Hier waren wir doch, glaube ich, auch noch nicht gewesen, ne? Oder? Hier? Hier war der Luftballon. Hier ist aber nichts. Oder? Nee. Huch, okay. Da kam die Fahne gerade einmal kurz, ist gespawnt. Ich werde nochmal kurz aufs Dach gehen. Hier bei dem... Entschuldigung, ich muss ein klein wenig husten. Hoppala, falscher Knopf. So, jetzt werden wir natürlich viel fixer hier lang gehen, weil ich weiß ja jetzt, wie es geht. Ich hab's ja jetzt rausgefunden. Die Frage ist, kommen wir überhaupt noch rauf, weil... Didi ja nicht mehr da ist, um uns zu helfen. Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Hä? Was war das denn jetzt für ein Fehler? Hallo? Hallo? Okay. So. Ich kann mich in dem Schatten gar nicht mehr bewegen. Warum das denn? Ah, jetzt wieder? Jetzt geht's wieder, komischerweise. Hm, sehr merkwürdig alles hier gerade. So, jetzt geht's wieder einigermaßen. So, probieren wir es nochmal von vorne aus. Vielleicht war da gerade nur ein kleiner Bug.
Okay, das Spiel möchte anscheinend nicht, dass wir nochmal aufs Dach gehen. Gut, dann gehen wir zurück zum Zirkuszelt und schauen, was uns dort... Hoppala. Lach hier was? Nee. Und schauen, was uns dort erwartet. Vielleicht haben wir ja noch Glück und kommen nochmal irgendwo dorthin. Dann schauen wir mal. Hey, what do you think, Vincenzo? Did you ever consider trying out for the trapeze? They're good at what they do, Mr. Fenris. I'll give you that. I got my balloon back, I got a princess from my puppet theater, and my pirate ship is sailing the bounding main. So you're a man of your word. Go ahead. Count it. It's all there. Need a hand with your stuff? My apparatuses are very delicate, and I don't like anyone in my workshop. Provide the audience, Mr. Fenris, and I will provide amazement. Mr. Fenris, why are you organizing this circus? I know who your investors are. Well, I promised my wife and daughter I'd clean up my act. But if I don't pull in the crowds for you, those boys are gonna put you in the river. Without Cat and Dee Dee, I wouldn't care much if they did. Ah. So those crowds better come. I didn't talk to him. I didn't talk to Vincenzo. Okay, ich hoffe, wir kommen nochmal in den Zirkus rein. Ich habe gerade gesehen, dass hinterm Zirkuszelt was gewesen ist. Das wäre jetzt echt dämlich, weil jetzt bei diesem Video habe ich gesehen, dass hinterm Zirkuszelt was gewesen ist. Also innen, in dem, hinter der Zirkusbühne. Das wäre jetzt echt schade, wenn wir da nicht mehr drankommen könnten. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist schon der nächste Akt, der jetzt kommt. Akt 4, glaube ich, ist es. Das wäre jetzt echt... Jetzt müsste man nämlich wahrscheinlich zu Vincenzos Werkstatt, so wie sich das angehört hat. Ja. Hey. Akt 3, ein Auge zudrücken. Kommen wir denn nochmal zurück? Ja, Gott sei Dank. Aber ich glaube nicht, dass wir hinterkommen. Nein, es ist nicht mehr hier. Hier hat es nämlich geleuchtet gehabt. Fuck, verdammt. Mist. Okay, weil das wahrscheinlich nicht mehr zum, zu diesem Akt gehört, deswegen ist es auch nicht mehr hier und deshalb wird es da wahrscheinlich auch nicht mehr liegen. Nun gut, folgen wir Didi. Vincenzo is going to a secret workshop. I can finally talk to him all alone. But where is it? Folge Didi, natürlich machen wir das. Okay, dann ich kann gerade nicht schneller laufen. Do you think he would ever take me with him? Vincenzo, you know, when he travels all around the world. Das könnte natürlich sein, das hätte ich mitnehmen, Vincenzo, aber... Now we go this way. Follow me. So, kleinen Moment. Wir schauen mal eben. 4 Leuchtkugeln gibt es hier in dem Level. Und insgesamt haben wir keine einzige gesammelt hier großartig. Das heißt, wir werden hier in diesem Bereich definitiv erstmal suchen, bevor wir die Story weitermachen, aber das machen wir in einer weiteren Folge Let's Play Kontrast und ihr seid mit mir dann immer noch dabei, hoffentlich, also bis gleich, bis demnächst. Macht's gut, tschüss!